Hallo und herzlich willkommen zum Spiel, zur Preview aus der ersten Bundesliga vom 21. Spieltag heute in Mainz. Wir sind in der Opel Arena, keine Werbung übrigens, gegen Werder Bremen. Und hier habe ich schon mal einen Spieler von mir im Fokus, und zwar es ist einmal Max Kruse, der hier schon ganz harte und knallharte 5 Tore geschossen hat. In 20 Spielen. Okay, er war ein bisschen verletzt und er hat ein bisschen nicht eingesetzt, aber... Ja, der hat schon in den letzten Spielen schon ein bisschen aufgedreht. Kann schon sein, dass der heute auch wieder ein Tor macht. Wahrscheinlich eher ein Eigentor. Gehe ich von aus, denn ich spiele ja Mainz und bei Mainz wird hinten keiner reinkommen. Ich habe Fritz dabei. Ja, das habe ich gesehen. Das ist ein großer Fehler. Und ab der zweiten Halbzeit dann nicht mehr. Ja, ja. Sichere Auswechslung auf jeden Fall. Ja, ich denke mal schon. Hier kommt erstmal deine Aufstellung und sagen wir was dazu. Standardmäßig lassen Pablo den Blasis noch auf der Ersatzbank, um dann nochmal in der zweiten Hälfte gut wirbeln zu können. Links ist Jairo, spiele ich sehr gerne mit ihm. Lazza, guter Schuss, wissen wir inzwischen auch alle. Mhm. Und vorne müssen wir gucken, was Cordoba reißen kann. Das ist nicht mein Lieblingsspieler. Mhm. Ich habe bei mir die Formation ein bisschen geändert. Ich habe 4-4-2 gemacht. Vorne Pizarro und Kruse. Ja, damit du beide einsetzen kannst. Da hinten natürlich, hätte ich vorher auch dann gehabt. Ja, gut. Das übliche Mittelfeld, ich habe eigentlich nicht viel geändert, ich habe nur die Formation nicht geändert, da habe ich nicht gemacht. Denn die zweite Reihe von Bremen ist ein bisschen schwach auf der Brust und deswegen. Wobei ich mit Aaron Johansson auch letztens ein krasses Spiel gespielt habe. Ja, der ist auf der Ersatzbank. Ja, genau. Aber falls Kruse dann oder Pizarro halt. Pizarro wird irgendwann fertig sein wahrscheinlich. Oder einfach Fritz raus und ein bisschen offensiver spielen. Man kennt mich. Ja. Ich komme nicht in Ballbesitz. Geht schon hier gut los. Oh, jetzt aber. Jairo. Toll. Toll, Jairo. Ich dachte, du bist so ein Thiago oder so, der jeden Ball immer genau dahin bringt, wo man ihn haben möchte. Aber anscheinend nicht. So ein, weißt du? Nee, darum ist es jetzt nicht. Es ging mir darum, den auch dann ordentlich platzieren zu können, wenn man gerade den erst direkt bekommt, so One-Touch-Fußball. Also. Ach so, so. Ja, das ist super, dass ich so nicht immer da bin. Oh, da ist schon der erste Schuss von Jairo. Abgefeuert. Warum ist denn jetzt Cordoba außen? Ja, wer ist denn sonst denn da? Ist der nicht der Einzige, der überhaupt... Jairo, der überhaupt köpfen kann. Aber das ist nicht so wichtig. Dann, wenn man keinen drin hat, der köpfen kann, dann muss man halt flach reinspielen. Und Clemens schießt jetzt einfach mal auf den Torwart. In einer schönen Kappe-Trio. Kann er nicht abwehren. Wiedwald ist das bestimmt? Nee, Trockney. Nee, okay. Doch, stimmt, das ist der Einzige, wenn es wieder... Und dann kann Jairo abstauben. Ganz lässig, ganz cool. Super sicher. 1-0, relativ frühe Führung hier für die Mainzer, die natürlich das Stadion jetzt wieder zum Kochen bringen. Auch schon das 5. Und es wird schwer. Für Samperio Jairo. Oder Jairo Samperio. Keine Ahnung. Not entirely sure how to call him. Goalgetter. Mhm. Ja, jetzt wird Bremen über eine sofortige Antwort bemüht sein. Dann ist schon wieder vorbei. Ja. Ich dachte echt, dass ich durch diese Systemumstellung. Oh, echt böses mal, Foul. Echt mal kompakt stehe, aber tue ich nicht. Ich komme hier gar nicht an den Ball. Ja, ich lasse den Ball hier gerade gut laufen. Oh, fuck. So ich wollte ganz anders hinspielen. Und das war aber echt nicht gut gelöst. Nee. Da hätte man auch mal besser. Da hätte ich mehr draus machen können, ja, das stimmt. Ja, aber Kruse ist halt nicht so schnell. Ne? Ja, dann hättest du den anders spielen müssen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Mit Aubameyang hätte es natürlich funktioniert. Ja, der Dembélé Aubameyang hätte funktioniert. Dann. Ja. Oh! Lazza kann hier schön den Ball zurückerobern. Toller Einsatz. Okay, das war kein guter Pass, aber jetzt ist der Ball schon direkt wieder weg. Jairo, schon wieder. Hier geht vieles. Die ist viel zu langsam. Jairo. Und das ist aber kein Problem für Drogny. Das ist Lassi, der ist komplett fehl am Platz, glaube ich. Ist der Außenverteidiger bei dir? Ja. Ja, gut, dann ist muss man schon ein bisschen schneller sein, das ist richtig. Also bestenfalls jedenfalls ist man ein bisschen schneller. Oh. Ja, jetzt kombinierst du dich doch hier nochmal ein bisschen durch. Ja. Oh, ja. So. Ich war ein Foul. Der liegt immer noch.
Gar kein Foul. Nee, der liegt nur noch. Foul! Nee, war kein Foul. War ja beigespielt. Oh, er ist verletzt. Auf die Schulter gefallen. So, da habe ich doch mal was gemacht hier. Die Schulter wieder mal. Er ist wieder mal auf die Schulter gefallen. Wie jede zweite Verletzung. Ja. Oh Mann, ey. Mein Sturmtank vorne drin, John Cordoma. Jetzt muss ich auch mein Spiel ein bisschen umstellen. Na gut, aber er hat das Tor ja nicht gemacht. Und deswegen kann er ja nicht so krass gut gewesen sein jetzt. Ja, aber der ist halt vorne einfach wichtig drin. Kämpfer und Mutto ist ein bisschen zierlicher. Kann deswegen die Bälle nicht so gut aber behaupten. Aber er ist schneller als. Er ist ein Ticken schneller. Er hat auch seine technischen Qualitäten auf jeden Fall. Aber ich bin wieder, ich muss jetzt einfach mein Spiel umstellen, dass es auch wieder auf ihn passt. So. Ja, dann machen wir. Okay. Das Spiel geht weiter. Natürlich geht's weiter. Und Nishino Muto und Nachschuss von Fabian Frey. Warum ist der keiner? Der wird auch nochmal gelegt von Fritz, aber es gibt, glaube ich, nur Eckball. Ja, richtig. Ja, was hast du gedacht? Nö, nee, nix. Rot oder was? Nee, ich dachte nur. Alles gut. Okay. Da hinten ist niemand. Oh. Sunny, ja. Wir nutzen die. Die Verwirrung ich komm nicht an den Ball, ich brauch gar nicht dabei sein. Oh. Du spielst alles alleine. Was ist das hier? Ich hasse Bremen, echt. Ich kann mit denen nicht spielen. Oh, jetzt hast du den Ball. Ja, und ich lass es gleich wieder weg. Ich kann mit denen einfach nicht spielen, das geht nicht. Oh, hätte ich jetzt halt Brusinski, wäre der Ball schon längst abgelaufen, ey. So ein Dreck. Und da ist Pizarro. Und Donati kann den Ball noch zur Ecke klären, vor dem Einschuss bereiten, irgendwem. Keins oder so. Nee. Nee. Garcia. Bartels. Das war sehr, sehr gut. Wenn wir ein bisschen weiter links gegangen wäre, da reingegangen wäre, dann kann ich an die Platte, weil er zu niedrig gewesen wäre. Was ist denn jetzt? Es gibt Freistoß. Ach, komm! Aber wir halten fest für Protokoll, das war schon wieder das nächste Spiel von Mark Mainz fällt gegen die Pillendreher, wie man aus anderen Fanlagern hört, aus Leverkusen statt, Bayer Leverkusen. Auch ein hartes Spiel. Auch Leverkusen ist natürlich vor allem offensiv stark besetzt. Auch wenn da die Sperrung von Çalhanoğlu sie hart treffen wird. Ja, in echt. Ja, ja, ja genau, ja, bei uns ja nicht. Aber das meine ich, rege Treffen vom Spiel um. Das war ein sehr schöner Pass, müssen wir gerade mal so anerkennen, aber da ist Bungert. Ja, deswegen, also ich kann mit Bremen einfach nicht spielen. Das geht einfach nicht. Wir haben auch keine Mannschaft irgendwie. Die hinten und vorne und überall fehlt es einfach. Oh, da ganz ehrlich. Den ziehe ich so schön vorbei. Wie hält er den denn noch? Ist trocken. Ja, offensichtlicherweise. Hier, was macht was ganz ehrlich, was macht der Kruse da? Ne? Lässt sich den Ball weg, ja, warum? Von mir halt. Ja, warum? Aber, das gibt jetzt die gelbe Karte für Clemens Fritz, hey, dass wir eh ausgewechselt. Nee. Alles halb so wild. Aber warum? Aber ja. Warum habe ich da den Ball jetzt wieder so? Weil ich ein gutes Tackling mit Bällen mache. Und das war dann so sehen. Da muss der Kruse doch einfach mal sagen. Focus on the Kruse. Nee, den habe ich. Den behalte ich den Ball, weißt du? Ja. Nee, keine Ahnung. Oh! Was war das jetzt hier? Ich dachte, dass du mich nicht so weit schickst. Super Sache, ey. Ihr seid echt richtig geil, Bremen. Ich glaube schon, wenn ich mit Bremen nicht mehr spielen muss. Wenn sie mal abgestiegen sind, weil wir machen ja immer die erste Liga nur. Ja, das ist verständlich. Ja, weiß ich nicht, ob das so schnell passieren wird. Ich glaube, die richtig sich ich glaube, die retten sich, aber ganz ehrlich, irgendwer muss ja auch absteigen. Ja, also ist ja. Und es gibt noch einmal Eckball. Ja. Ah, wenn ich den jetzt auf. Genau, wenn Mali den so bekommen hätte, direkt, ich hätte den direkt abgezogen. Wolle. Weil der hat ja einen guten Schuss. Das wäre der absolute Knaller geworden, hätte ich. Aber leider. Upsi! Das ist für Upsi. Latza hier nochmal die gelbe Karte. Nee.
Doch. Und da ruft er ihn noch einmal zu sich, wechselt noch ein paar Worte mit ihm und schenkt ihm ein kleines Geschenk. Daniel hat es hier mit der gelben Karte. Kurz vor der Halbzeitpause. Mhm. Aber berechtigt natürlich. Der Oldie Pizarro darf natürlich nicht so angegangen werden. Nee, natürlich nicht. Oh, Selassie. Er hat mal einen ausgepackt, ne? Aber Lösser ist am Start und kann hier Schlimmeres verhindern. Ja, die Entfernung war ja auch viel zu weit. Jetzt habe ich mal ein Eck, vielleicht passiert da mal was. Er war auch nicht so platziert geschossen. Nee. Ja, was ist denn jetzt hier wieder los? Hallo? Das war ja witzig. Donati und Lössl sind miteinander verschmolzen, ja, weil sie sich so lieb hatten. Und haben dann gemeinsam den Ball weggeschlagen. Ja, 1-0 zur Pause. Cordoba verletzt. Wird noch eine harte zweite Halbzeit für Mainz, denke ich. Nee, glaube ich nicht. Weil ich komme in Bremen einfach nicht zu euch. Du wechselst ja jetzt bestimmt wieder dreimal und dann kommst du wieder rein. Ich weiß gar nicht. Maximal zweimal, glaube ich. So, da habe ich doch dreimal gewechselt. Kainz, Fritz, Moisander raus, Johansen, Yatabayre und Kairola rein. Hoffentlich ein bisschen Stabilisation hinten. Und ja, dann gucken wir einfach mal, ob ich jetzt endlich mal hier was hinkriege. Ich glaube nicht. Clemens, rennt. Clemens, Torschuss. Nee. Alles geplant. Ach so. Da war Muto schon da und war wieder am Stören. Och Mann, ich komme nicht durch hier. Und weißt du, denn meine Mannschaft läuft auch nicht. Die Spieler laufen ja nicht weiter. Und sagen sich, oh, da liegt der Ball. Clemens hat hier schon das erste Tor vorbereitet. Kann er... Oh, das war gut. Ja, wenn du halt nicht... Upsi. Gelb-Rot. Ich hätte mal was, wenn es Gelb-Rot geben würde. Hätte mal eine Chance. Du hast nämlich so lange keine gelb-rote Karte mehr bekommen. Und es ist gelb-rot, sehr schön. Oh shit. Das war richtig dumm. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit mehr. Ja, das ist kein Problem. Ich schaffe einfach Entlastung. Das kriegen wir schon hin. Und wie? Das zeige ich dir gleich. Das war natürlich extrem dumm. Das war auch richtig unnötig und vollkommen berechtigt. Das kann man so nicht machen. Aber gut, das ist kein Innenverteidiger. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das sage ich auch immer bei mir. Immer positiv bleiben. Jetzt müssen die anderen ein bisschen mehr rennen. Und das Pizarro. Der Koffer ist halt gut, ne? Muss man mal sagen. 2 Minuten später nach der roten Karte. Direkt das Tor. Da hat er ein Bell oder wer es ist, dann keine Chance gegen Pizarro. Das muss man einfach mal sagen. Ja, und somit steht es 1-1. Ist ein bisschen überraschend, denn ich kann ja, wie gesagt, mit Bremen eigentlich nicht spielen. Und es ist da auch sein 5. Tor. Was ist denn los hier? Brauchst einfach nur eine Mannschaft als Gegner, wo eine Person weniger ist, und dann klappt das schon. Nee, nicht immer. Ja. Du hast auch schon mal mit einer roten Karte gewonnen. Also. Clemens kann sich jetzt mal durchsetzen. Schauen wir mal, was jetzt hier bei ihm kommt. Vielleicht klappt ja was. Oh, Muto. Nee, der kriegt es einfach nicht gebacken. Das war auch schon wieder was. Ja. Okay, meine defensiven Mittelfeldspieler sind ein bisschen aggro gerade. Ja, du spielst vielleicht auch ein bisschen krass. Ne? Ach komm, krass. Was ist denn schon krass? Hart. Und krass. Und sonst so, ne? Was ansteht. Das war diesmal. Ach ja, Johansen ist übrigens bei mir auf der linken Seite und er hat ja auch schön die Flanke reingebracht für Pizarro. Hat sich also schon ein bisschen gelohnt, den reinzutun. Ja. Ich bin gerade sehr konzentriert und kann deswegen nicht so viel reden. Och, Kruse, ey. Dafür müsste ich eigentlich die schon wieder aussetzen, aber ich kann leider nicht. Ganz oh, ehrlich. Mali. Ey, yo. Es geht gerade auch hier nur wenig zusammen. Es gibt schon wieder Freischussvorwurf. Oh, Kruse, komm. Geh nach Hause.
So, jetzt mal ganz slow. Clemens, kann Clemens hier auch nochmal einen Akzent setzen? Oh, was war das denn? Das war doch vom Computer aus gemacht. Das ist überhaupt nicht genau. Das ist nie so schnell. Ja. Der hat sich so krass gedreht. Oh, Cameron! Rechts Mittelfeld. Spiel come gedreht. On. Allen Ernstes. Innerhalb von 15 Minuten Spiel gedreht. Läuft. Aber es war wie ein typisches Tor von mir gewesen, oder? Ja. Bis runter rein und dann. Der hat sich da gut gelöst. Und dann war Bell schon wieder zu spät. Ey, Bell. Gleich knallt's aber hier. So wird's. Vielleicht in Mainz mal wieder Punkte. In Bremen. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Wir haben noch aber ein bisschen. Aber ich bin schon seit der roten Karte dominant. Ja. Erstes Tor, jawohl. Ich hab's gemacht. Ja. Zwei Wechsel gibt's noch auf Seiten von Mainz. Jairo und Christian Clemens gehen runter und dafür kommen Gerrit Holtmann und Pablo de Blasis. Also die Außenspieler komplett einmal ausgetauscht. In der Hoffnung, dass noch ein bisschen mehr Druck nach vorne kommt. Jetzt ich hätte de Blasis schon. Ja, aber dafür ist er jetzt gerade da. Nein. Damit er jetzt nochmal richtig Power gibt und dann. Das hat letztens auch schon mal funktioniert. Genau dafür ist er da. Okay. So, wir schauen mal, was passiert. Genau. Also, Formation hast du aber nicht geändert? Nein. Okay. Okay. Von Mali sehe ich jetzt irgendwie inzwischen auch nicht mehr so viel, leider. Ja, wird wahrscheinlich auch von mir gedoppelt. Schade, das war ein bisschen blöd gemacht. Hätte ich vielleicht mal mit Pizarro gleich schießen sollen. Aber vielleicht, ne? Hätte wenn und aber. Korrekt. Och Mann! Ja, ich merke gerade, ich hätte vielleicht mal mein zentrales Mittelfeld auswechseln sollen, weil das der einzige ist, der auch schon einigermaßen platt ist. Boah, und Mutu gegen vorne kein einziges Kopfball. Deswegen habe ich gesagt, es ist so wichtig, dass vorne halt hier der Dude ist, ne? Cordoba. Ja, läuft doch. Da wurde hier nochmal einer ordentlich gelegt. Oh nein! Sané, Alter, wie er das gemacht hat. Das gibt's doch nicht. Das hätte ich mir, ich ging jetzt mal raus, dass es gleich 2-2 steht. Ja, ich auch. Oh, come on, ey. Das habe ich mir ganz gut gemacht. Na komm. Nee, oder? Ja, nee, oder? Ja, an den Pfosten. An den Pfosten. Sehr schön gemacht. Alles geplant natürlich, wie immer. Kennt ihr ja von mir. Nicht? Vor allem der Lösler hätten fast noch gehabt, ne? Vielleicht war er sogar noch dran. Sehen wir jetzt aus der Position? Nee, war nicht. Nicht so richtig. Oh, nee. So, jetzt wird's echt. Jetzt muss ich mich langsam beeilen. Und schauen, dass ich hier nochmal das Ruder umreiße. Wenigstens noch einen Unentschieden raushole. Dann wird's sehr schwierig. Ich habe noch 10 Minuten Zeit. Drittes Tor von Junuzovic. Aber es ist halt die Sache immer, wenn man in Unterzahl ist. Es kann viel besser werden, es kann aber auch richtig böse enden. Bei mir ist das jedenfalls immer so. Und ich kenne mich aus mit roten Karten. Ja, das stimmt. Okay, jetzt ganz slow spielen, bis ich den Ball wieder bekomme. Ey, gehalten! Alter, wie der gehalten wurde! Ach komm! Der Pizza doch! Vom PC, also. Ohne Dings. Ja, ich brauche jetzt vor allem erstmal wieder den Ball irgendwo. Oh Mann! Vorne. Ja, komm, ey, ganz ehrlich. Jetzt geht's hier aber auch nur noch das Kartengewitter für die Heimmannschaft. Ja, glaube ich, keinen Karte. Uiuiui, das ist jetzt schon echt eindeutig, in welche Richtung das hier gehen soll. Oh, schon wieder Pfosten. Pfosten. Oh,
Jetzt kommt sie aber viel dicker, als es nötig wäre. Ui, 4-1. Das also, ist so nicht normal. Das ist schon wieder ein schönes Tor hier gewesen. Vom Rechtsverteidiger. Ich wollte ihn ja schon raus tun, aber dann hatte ich keinen. Gut, dafür spiele ich ja doch total offensiv. Und dafür stehen halt auch 3 Mann weniger am Strafraum und dafür 3 Mann mehr am... Ey, warum hebt der Barré da noch einen Arm? Er hätte fast rangegeben. Vollpfosten. Ja. So, 4-1, Sache ist gegessen und... Ja, langsam wird es echt erstes eng. Tor. Oh, jetzt muss ich noch 3 Tore schießen. Ja, in 2 Minuten oder was. Ja, jetzt wird es echt eng. Wenn du jetzt natürlich durchrennst, dann... Oh, come on, ey. Noch nie so leicht einen Ball verloren, echt, ey. Oh, Kruse, du bist so ein... Alter. Abseits. Gut, die Abseitsfalle zuschnappen lassen. Ey, der Kruse steht da einfach noch, ne? Scheiß drauf. Ja, jetzt geht's nur noch nach vorne. Alle nach vorne. Ja, gut, dass da niemand ist, tatsächlich. Nee, oder? Nein, ich hätte auch das 5. Mal können. Ja, ganz ruhig. Echt, der? Ja, hättest du natürlich. Ich hätte gerne auch noch das eine oder andere Tor mehr gemacht. Kenn ich. Ich aber sag dir, dadurch, dass du John Cordova verletzt gefallen hast, ist mein ganzes Spiel auseinandergefallen, ey. Das ist echt krass. Sowas geht's auch mal. Keine langen Bälle kamen mehr an, ich weiß, aber keine langen Bälle kamen mehr an. Das ist echt übel. Ja, Mutu ist eher, wenn hinten nur noch 3 Leute stehen und so weiter und dann Konter, dann ist Mutu richtig gut in solchen Sachen. Aber gut, so ist es halt. Ich musste auch mal wieder gewinnen. Ich habe seit so 20 Spielen gegen dich hier nicht mehr gewonnen. Das habe ich echt mal wieder gewonnen. Das würde ich jetzt so nicht doch, sagen. Doch, ist doch so. Ja, ich weiß. Der letzte Spieler komplett immer verloren. Ich glaube, der letzte Sieg war mit Hoffenheim gegen Köln oder so weiter. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Das habe ich halt mal gezeigt, was ich kann. Danke. Mit Bremen, beziehungsweise. Ja, auch noch, ja. Aber Kruse hat mal wieder kein Tor gemacht, ne? Ja. Da mussten die Verteidiger wieder ran. Ja, stimmt. Naja. Ja, also, wie denkst du, wie geht's im Rahmenspiel aus? Ich glaube, das gewinnt Mainz. Nee, es geht unentschieden. 1-1. Ich bin auch für den Unentschieden und sage 2-2. Denn Bremen kann schon Tore schießen auch, wenn sie wollen. Ja. Das ist halt schwierig, ne? Muss man ja sagen. Nicht immer ganz so einfach bei denen, das stimmt. Genau. Und ja, dann war es das schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne wie immer einen Daumen hoch, dann den Kanal noch abonnieren. Und schaut mal in die anderen Videos auch noch mit rein, die sind ja überall hier mit verlinkt. Außerdem schreibt mal gerne eure Tipps auch noch rein. Denn würde uns schon mal interessieren. Und euch fällt dann auch hinterher. Ja. Wie habe ich getippt und hinterher, ach ja, so war es dann in dem realen Spiel. Man verfolgt ja alles. Ja, und dann sage ich schon, ciao, bis zum nächsten Video. Ciao.